So, heute erzähle ich etwas über Kühlsysteme. Vorab ein kleines Inhaltsverzeichnis. Ich werde erstmal grob schildern, in einer Zusammenfassung, was Kühlsysteme bewirken. Dann einmal werde ich die Kühlungsarten aufzählen, die Betriebstemperatur erläutern, die Kühlflüssigkeitspumpe und das Thermostat. So, zur Zusammenfassung: Das Kühlsystem sorgt für eine schnelle Erwärmung des Motors auf optimale Betriebstemperatur und Abführung überschüssiger Wärme während des Betriebs. Ein Drittel der beim Verbrennen erzeugten Energie wird von den Bauteilen, zum Beispiel Kolben, Ventile, Zylinder, Zylinderkopf, Turbolader und dem Motoröl aufgenommen. Direkt einspritzende Diesel- und Ottomotoren können nur maximal 43% der im Kraftstoff gespeicherten Energie für den Antrieb nutzen, der Rest geht als Wärmeenergie verloren. Ja, hier sieht man eine Folie. Hier wurde der Unterschied gemacht zwischen dem Ottomotor und dem Dieselmotor. Bei dem Ottomotor gehen 32% der Energie durch Abgase verloren, 29% durch Kühlung, 7% durch Reibung bzw. Strahlung. Somit bleiben noch 32% nutzbare Energie, die der Motor umwandeln kann. Bei dem Dieselmotor sieht es etwas anders aus. Da ist der Energieverlust durch Abgase beträgt 31%, nur 19% durch Kühlung und ebenfalls 7% durch Reibung und Strahlung. Somit bleiben 43% der nutzbaren Arbeit übrig. So, es gibt zwei verschiedene Kühlungsarten, einmal die Luftkühlung und die Flüssigkeitskühlung. Die Luftkühlung unterscheidet sich in Fahrtwindkühlung und Gebläseluftkühlung. Die Flüssigkeitskühlung hingegen in Thermoumlaufkühlung und Pumpenumlaufkühlung. So, kommen wir zur Luftkühlung. Bei der Luftkühlung wird die abzuführende Kühlwärme von den Oberflächen der Motorteile direkt an die umströmende Umgebungsluft abgegeben. Vorteile der Luftkühlung sind einfacher Aufbau, geringes Leistungsgewicht, weitgehende Wartungsfreiheit. Nachteile: Schwankungen der Betriebstemperatur, nicht regelbar. Flüssigkeitskühlung. Bei der Flüssigkeitskühlung erfolgt der Wärmetransport durch eine Kühlflüssigkeit. Diese nimmt die Bauteilwärme auf und gibt sie durch den Kühler an die Umgebungsluft ab. Vorteile der Flüssigkeitskühlung: gleichmäßige Kühlwirkung, gute Beheizung des Fahrzeuginnenraums. Nachteile: hohes Gewicht und ein hoher Wartungsaufwand sind erforderlich. So, hier ist eine Folie mit verschiedenen, im Querschnitt ein Motor, wo verschiedene Bauteile vorhanden sind mit der entsprechenden Gradzahl. Das Blaue hier, hier und hier ist die Kühlflüssigkeit, was die einzelnen Elemente kühlt. Kommen wir zur Kühlflüssigkeitspumpe. Damit die Kühlflüssigkeit in die gewünschten Bereiche gelangt, wird sie mit Hilfe einer Pumpe angetrieben. Außerdem ist diese Pumpe mit dem Keilriemen verbunden, der ebenfalls dazu beiträgt, dass die Kühlflüssigkeit in die gewünschten Bereiche gelangt. Als letztes kommen wir zum Thermostat. Durch den Thermostaten soll bei der Flüssigkeitskühlung die Motortemperatur möglichst schnell erreicht und unter allen Betriebsbedingungen gehalten werden. Dies ist für die Lebensdauer, den Kraftstoffverbrauch und die Abgasentwicklung des Verbrennungsmotors besonders wichtig.